Hallo liebe Leute, willkommen wieder hier auf Kanal. Ja, ich habe mir gedacht, ich mache mal so ein kleines Update. Ich habe mal meine Liste, spreche über kommende Sachen, was so passiert im Fernsehen und so. Genau. Ja, als erstes so ein Update mal. Mir selber geht es immer noch nicht besser, also noch nicht, dass ich sage, auf den alten Stand, weil ich habe ja die Eisentabletten, die ich nehme, und die hauen so rein. Ich könnte gar nicht arbeiten gehen, das muss ich ganz klar sagen, wo ich momentan nicht arbeiten gehe. Natürlich ist das keine schöne Situation, weil, was soll ich sagen, geht, ne? Ich, mein Partner und mein Sohn sind nicht verheiratet. Und genau, da ist jetzt folgende Situation. Wir haben jetzt ein Einkommen für uns drei, also insgesamt Geld von meinem Sohn, Freund, ich habe ja kein Einkommen, und dann halt, was wir alle haben, 1650 Euro monatlich. Davon geht halt Miete ab, Strom ab. Ich muss mich selber krankenversichern. 213 Euro für mich und meinen Sohn von diesem Geld. Das Pauschalbetrag musst du zahlen, sonst bist du nicht krankenversichert. Es gibt keinen günstigeren Tarif oder eine andere Möglichkeit. Und ja, dann halt Ratenzahlung. Thema Ratenzahlung, boah ey. Jetzt kam die ganze... Die haben ja alle so verlockt. Oder laut halt, ja, Strompreise werden steigen, wechsel jetzt. Und dann kam aber gleich noch Strompreisbremse. Ja, das wird günstiger und das wird hier regiert. Und ich, Dussel, habe nicht auf den Arbeitspreis, also die Kilowattstunde, den Centbetrag geschaut. Wir hatten 2022, also Ende 2022, einen Arbeitspreis netto Centbetrag von 18, noch was Cent. Und das ist jetzt gestiegen auf 53, noch was Cent. Ich habe nicht auf den Centbetrag geschaut. Und hatte aber im Juni gewechselt. Und seit Juli haben wir in derselben Stadt Verwaltung hier, aber halt ein anderer Tarif. Habe ich jetzt gesehen, einen günstigeren Arbeitspreis als 54, sind jetzt 34 Cent, trotzdem teure, ne? Und jetzt kam die Abschlussrechnung für 5 Monate. Ja, plus halt die Jahresabrechnung, aber für 5 Monate, hört zu, 600 Euro Nachzahlung. Ja, das Geld haben wir natürlich nicht mehr. Das ist ja klar. Gott sei Dank, mein Vater ist so nett gewesen und einen großen Betrag übernommen. Den Rest habe ich jetzt Schreiben fertig gemacht und eine Ratenzahlung vereinbart. Aber ganz ehrlich, Leute, ich habe mit ganz vielen gesprochen und alle haben mir dasselbe gesagt. Niemand hat auf den Arbeitspreis in Centbetrag geschaut. Niemand. Alle immer nur das, was du zahlen musst, zahlst du monatlich den monatlichen Betrag und du weißt, irgendwann kommt eine Rechnung. Furchtbar, Leute. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, wechselt euren Vertrag. Und jeden, den es genauso geht wie uns, Hülle steht. Und jeder, der nicht weiß, wovon ich rede, schaut auf eure Verträge, Stromverträge. Seid nicht so dumm. 600 Euro mal eben nachzahlen. Nicht, weil wir zu viel verbraucht haben. Unser Verbrauch ist gleich geblieben. Dass sich der Arbeitspreis Centbetrag pro Kilowattstunde von 18, noch was Cent auf 53, noch was Cent erhöht hat. Mhm. Ja, theoretisch wären wir jetzt pleite und wären jetzt gut und
wenn privat oder so, aber sei Dank. Brauchen nicht darüber reden, das ist ziemlich. Natürlich könnten jetzt viele, die das Video sehen und dann halt die kommenden Videos sehen, wenn ich jetzt so Unboxings mache oder das habe ich mir geholt. Man muss ja immer sagen, ich nutze ja Cashback-Angebote, ich habe Gutscheine, die ich gewinne. Gewinne Adventskalender oder Buchsen oder irgendwas. Oder wie gesagt, habe durch irgendwelche Zahlungen, was ich bekomme, wo ich ja auch für uns in der Familie was davon kaufe. Also da muss man nochmal gewaltig unterscheiden. Wenn du Mensch bist wie ich, der ohne Schulden hat, also extrem Schulden hat, der wird kein Geld zurücklegen können, sondern das Geld, was du hast, das gibst du auch mal aus, weil du ganz genau weißt, du darfst kein Guthaben haben irgendwo. Wenn du Guthaben hast, wird es dir weggenommen. Und ich weiß, es ist so eine Geschichte, Menschen, die noch nie in ihrem Leben Probleme hatten, werden es auch nicht verstehen. Menschen, die noch kein Problem hatten im Leben, werden sagen, verstehe ich nicht, ne? Menschen, die auch arbeiten gehen, würden jetzt sagen, ja, dann geh doch arbeiten, aber wenn du so gesundheitliche Schwierigkeiten hast, geht das nicht. Neue Sache zum Beispiel, würden ich und mein Partner arbeiten gehen, wäre der kommende Dienstag für uns richtig scheiße, denn mein Sohn hat eine seltene Zahnerkrankung. Nicht, er hat sich nicht die Zähne geputzt, war nicht beim Zahnarzt. Nein, er hat eine seltene Zahnerkrankung. Ihm ist im Zahn, also im Mundinnenraum, ein Zahn, also ein Doppelzahn mit einer Wurzel gewachsen. Der gehört nicht dazu im Mund. Also der fehlt auch nirgendwo oder ist versetzt. Nein, das ist ein Zahn, den es so nicht gibt, der den Körper aber angelegt hat. Man muss mal bedenken, mein Sohn kam ja schon mit der Herzerkrankung auf die Welt, wo ich extrem Schulden gemacht habe, weil wir mussten damals immer von Bitterfeld nach Leipzig fahren. Hat keiner die Kosten übernommen. Und wir mussten manche Monate, so wo das rausgekommen ist, dann 2 bis 3 Mal im Monat nach Leipzig fahren, hin und zurück. Und dann halt auch mehrfach danach immer wieder, dass wenn du kein Einkommen hast und schon Schuldenberg angesammelt hast, dann wird sich das irgendwann. Und die bin ich heute immer noch am Abzahlen und das ist jetzt fast 10 Jahre her. Genau, und jetzt der Fall zum Beispiel ist ja auch so, ich zahle ja für meine Krankenkasse selber, ich bin nicht privat versichert, sondern das ist der Mindestbetrag, den du zahlen musst als für eine gesetzliche Krankenversicherung, auch wenn du kein eigenes Einkommen hast. Und da ist es so, ich zahle ja 213 Euro noch was und da ist es so, die übernehmen keine Fahrtkosten. Weil erst wenn es medizinisch notwendig ist. Es ist medizinisch notwendig, weil der gesunde Zahn damit angeschlagen sein könnte. Das Problem ist, es ist aber eine seltene Sache. Es kommt zu so selten vor. Dafür gibt es halt kein. Es ist nicht wie Bein gebrochen oder was weiß ich was. Er kann nicht laufen und bräuchte einen Rollstuhl oder irgendwas. Das ist Deutschland. Es ist eine Frechheit. Es ist unverschämt und es nervt mich zutiefst. Daher möchte ich auch nochmal sagen, ich mache meine YouTube-Videos hier nicht, um irgendwann mal Geld zu verdienen. Wenn es dazu kommen sollte, wäre das wunderschön. Aber ich mache das als Hobby, auch für mich als Seelentherapie. Dieses Reden, dieses Aufmerksam machen auf Themen oder halt einfach das, was ich gerne mache, mitteilen. Ne? Und mir ist das sehr wichtig. Ein Hobby braucht nun mal Zeit und deswegen tut mir das gut. Ne? Momentan, ich habe ja viele Hobbys. Diamond Painting, Bücher lesen, dann halt Spiele, Computerspiele spielen, im Fernsehen Sachen verfolgen oder Livestreams und YouTube machen,
Bin gerne unterwegs gewesen, das mache ich ja jetzt auch nicht mehr, ne, weil kein Geld, das ist deprimierend. Aber ich habe viele, zu viele Hobbys. Aber ich möchte halt auch nicht verzichten. Also ich reduziere Hobbys. Momentan spiele ich momentan auch aufgrund von meiner Gesundheit keine Computerspiele. Aber dafür mache ich ja meine anderen Hobbys. Nur, also ich habe immer einen schönen Ausgleich. Damals, wo ich arbeiten war, war es so gewesen, ich habe meine Freizeit wirklich nur auf unterwegs sein fixiert. Also mal nach Schweden reisen. Ich noch dann halt, wie gesagt, die Events hier in Leipzig, so Buchmesse und schlag mich tot, Mittelaltermärkte, WGT, da habe ich mein ganzes Geld für investiert und dann das da genutzt. Dann, ja, das war so mein Ausgleich oder halt, wie gesagt, Computerspiele spielen. Das war dann, ne, dann das Ausgleich auch zu Hause und Bücher lesen und Diamond Painting mache ich ja jetzt auch schon seit so vielen Jahren und dann halt nach Zahlen und ach, was es nicht alles gibt. Meine Hobbys sind meine Hobbys und Hobbys brauchen Zeit und ich glaube, das wissen alle. Jeder, der ein Hobby hat, weiß, man muss Zeit dafür investieren und meistens auch Geld. Jetzt kein Hobby, wo man spazieren gehen. Wenn du gerne spazieren gehst, dann ist es günstig. Günstigste ist wirklich spazieren gehen. Du brauchst halt ein Schuhwerk für Wetterung, Witterungsbedingungen, Kleidung. Jo, meistens hat man die Kleidung und die Schuhe ja eh. Ich glaube, das günstigste Hobby ist spazieren gehen, wenn du in deiner Nähe spazieren gehen möchtest. Ja? Sonst Hobbys kosten Geld, Hobbys kosten Zeit. Siehst du? Jo. Das dazu, also wie gesagt, nächste Woche Dienstag ist die Zahn-OP. Mal schauen, wie es verläuft. Ich hoffe gut. Und sonst, ja, mein letzter Adventskalender ist gekommen. Da wird es dann jetzt heute noch ein Unboxing geben. Und ich werde alle meine Adventskalender berichten. Und was ich machen werde, ich bin ja so verrückt nach Gewinnspielen. Ich habe jetzt wieder was gewonnen. Jetzt ist es so, hatte ja angekündigt, hat ja keiner drauf. Schaut ja keiner das Video hier. Wer es schaut, der ist vorab informiert. Alle anderen werden informiert sein. Ich werde morgen bei meinem Gewinnspiel teilnehmen von allen Adventskalendern, die es gibt. Instagram als auch Netz, ob es jetzt oder Apps sind, genau. Und dann schauen, wo gibt es Gutscheine, wo gibt es Gewinnspiel. Und dann werde ich halt alle Seiten auflisten, kategorisiert nach Instagram, nach Apps und nach Webseiten und dann halt noch unterkategorisiert, wo gibt es einen Gutschein, wo gibt es ein Gewinnspiel. Und dann werde ich das so eine Excel-Tabelle versuchen einzutragen. Dann werde ich einen Link dazu machen, wo ihr dann drauf, also wo das dann steht, was das ist. Ne? Genau, das halt noch dazu, weil ich nehme ja eh teil. Und dann ist das ja keine Arbeit für mich aufzulisten, wo ich teilgenommen habe, weil so kann ich ja auch selber täglich schauen, habe ich schon teilgenommen oder nicht. Ja, und dann fange ich ja mit meinen Adventskalendern an, mit den Videos. Wie sind die Produkte? Wie gefallen mir die Sachen? Und so weiter. No? Genau. Ist so viel. Ich bin schon. Ich mache das ja gern. Ist ja, wie gesagt, mein Hobby. Genau, nun kommen wir zum anderen Hobby. Ich schaue gerne mal Fernsehen oder Streaming-Sachen. Ja, und da haben wir hier die TV- und Streaming-Tipps von Freitag, den 1.12. zum 3.12. und einen Ausblick auf die kommende Woche. Da haben wir heute, ja, das Video lade ich ja jetzt am Freitag hoch, also für den heutigen Tag. Ab 20:15 Uhr The Voice of Germany auf Sat.1 und ab 23:55 Uhr dann Promi Big Brother. Es geht entscheidenden Runden. Ich schaue total gerne Promi Big Brother. Gibt nur Charaktere dort im Haus oder gar Charaktere, sind mehrere, die ich überhaupt nicht leiden kann, weil sie anders sind, als sie vorgeben zu sein. Ich möchte nicht sagen, dass sie eine Maske tragen, weil sie sind ja zu anderen ehrlich. Sie sagen auch anderen mal die Meinung, aber
Ich mag halt nicht, dass sie so tun, als seien sie irgendjemand, wer sie aber nicht so. Mal gut ausgedrückt. Mein Favorit, ich hätte nicht gedacht, aber ich bin tatsächlich so, dass ich sage, ich bin positiv überrascht über Peter Klein. Ich habe nicht viel über ihn gewusst am Anfang und habe nur so diese Schlammschlacht halt mitbekommen, aber ich habe mich da jetzt nicht so mitten auseinandergesetzt, dass ich sagen könnte, okay, habe ich jetzt mitbekommen, groß, könnte mitreden. Ja, der halt und denk noch, würde sagen, die Manuela ist noch ganz gut und ja, der Matthias ist halt ehrlich und ich würde noch vielleicht sagen, der Dominik. Aber mein Favorit ist tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht, jetzt, also nach jetzt stand Peter Klein, aber damals wollte ich schon Jürgen. Jo. Genau. Heute Abend kommt auch noch ein Film, oder beziehungsweise am Freitag. Für euch ist es ja heute Abend. Der Anime Your Name, gestern, heute und für immer. Da hatte ich ja schon gesagt, der Vergleich ist wie mit den Filmen von Keanu Reeves und Sandra Bullock. Das Haus am See, so ähnlich kann man sich vielleicht jetzt vorstellen, was da passiert. Eine Person lebt voraus, die andere zurück und sie treffen sich aber doch irgendwie und dann kommt es zu diesem Treffen und der Beziehung und ja, Freundschaft und so weiter. Genau, kommt auf ProSieben. Samstag haben wir dann die erste Bundesliga, vier Spiele ab 15.15 Uhr, unter anderem RB Leipzig gegen den ersten FC Heidenheim momentan. Leipzig tut sich schwer, aber es ist so manchmal gut, manchmal schlecht. Wir sind ja jetzt nicht so schlecht. Also von dem her, ich bin ein Fan und bleibe Fan und sage nicht, jetzt sind doof oder so. Nee, also würde mir gar nicht einfallen. Ja, und dann haben wir noch 17:30 Uhr ein Spiel. Und ab 17:30 Uhr kommt dann auf RTL auch die Auslosung zur EM 2024. Dahingehend interessant, nicht weil Deutschland, wo deutsche Spiele stattfinden, mich interessiert eher, was hier in Leipzig stattfindet, muss ich ganz klar sagen. Bin mal gespannt, wie das abläuft hier in Leipzig. Also, ja, weil beim letzten Mal war ich ja nicht hier in Leipzig gewesen, habe ja woanders noch gewohnt und bin ich hier. Also, mal schauen, wen ich hier dann an. Besuchern in Leipzig treffen könnte. Wir haben hier in der Nähe eine Jugendherberge, also von dem her habe ich auch die einzige. Spoil ich genau. genau, und abends kommt dann noch 2015 The Masked Singer auf ProSieben. Ich muss sagen, dieses Jahr ist die Auswahl jetzt nicht so. Es reißt eigentlich mit, ne? Die letzten Shows waren besser, definitiv. Und diese Shows so. Ja. Wenn es rein um die Kostüme geht, mag ich tatsächlich Kiwi und Lulatsch. Der Troll ist auch ganz okay. Und. Weiß gar nicht, wen haben wir denn momentan alles noch? An Masken. Der Kiwi könnte ja der Ochsenknecht sein. Das hatten ja schon viele gesagt, auch wo er seine Maske da verloren hat. Ich habe es live nicht gesehen. Es ist mir nicht aufgefallen. So, dann schauen wir mal, wen haben wir denn eigentlich jetzt? Eisprinzessin. Ja, der Mustang. Ja, der Kiwi ist, wie gesagt, ganz unterhaltsam. Klaus. Der Lulatsch, den finde ich noch gut, der Troll, okay. Und die Marsmaus, das könnte ja wirklich Jenke sein, weswegen er beim letzten Mal ja nicht dabei war. Ich habe keinen vergessen. Ja, wir gucken es trotzdem. Ab 23:47 dann Promi Big Buzzer und die vorletzte Show. Nee. Ja, na, man kann doch schon sagen, die vorletzte Show, dann kommt die letzte Show und dann das Finale.
Finale. Und Musik, der kommt ab 22 Uhr. Ich habe ein L vergessen. MTV All-Nighter mit also Michael Jackson auf MTV. Alle Michael Jackson. Ich bin mir nicht sicher, ob nur seine Musikvideos gezeigt werden oder vielleicht auch Live-Auftritte, EMA und wie sie alle heißen, die Shows und vielleicht auch bei mit anderen, wo er mit zusammen, anderen zusammen gesungen hat. Mal schauen. Vielleicht, also ich habe es jetzt, glaube ich, aufgenommen. Ich bin mir unsicher. Ich habe so manchmal so im Gedächtnis wie so ein. Gut, Sonntag dann, wer steht? Matthias Schweinsteiger, die Show? Oh Mann, also Matthias Schweighöfer, die Show auf ProSieben, ja. Bin mal gespannt, wie er die Show moderieren wird und ob er sie behalten wird oder ob das jemand anders dann bekommt. Und dann ab 22:24 Promi Big Brother wieder. Und dann die Vorschau für die kommende Woche, ob man dann schon wieder fast Mitte Dezember ist. Es rast so. Genau, dann haben wir also das Finale am Montag von Promi Big Brother. Auf Sat 1 am Dienstag kommt der Film E-Mail für dich. Also kommt auch DFB-Pokal, aber Leipzig ist nicht dabei. Vielleicht schaue ich das Nürnberg-Spiel, aber nur vielleicht. Ich habe jetzt ja noch aufgeschrieben, E-Mail für dich ab 20:15 auf Kabel 1. Ein sehr schöner Film. Donnerstag, ja, schaue es jedes Jahr. Letztes Jahr fand ich die Show so nicht gut. Dieses Jahr schaue ich trotzdem rein. Es kommen noch Filme, aber ich glaube, so, ich mag mehr so Live-Shows oder so Shows, wo ich weiß, so, das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Name 2023. Menschenbilder, Emotionen, also so ein Jahresrückblick finde ich immer ganz gut und wichtig, aber mal schauen, was mich erwartet. Ab 20:15 auf RTL. Freitag dann noch The Voice of Germany. Ich glaube, das ist dann das Finale. Und dann kommt am Freitag auch noch der Film Die Mumie, der erste Original-Mumienfilm mit Brendan Fraser. Liebe, die Mumie. Alle drei Filme, Hammer, aber der erste, boah, aber auch der zweite. Ich muss sagen, ich kann mich nicht entscheiden, ob ich den zweiten oder den ersten gut finde. In den einen Film ist ja auch noch Dwayne The Rock Johnson als The Scorpion King dabei, das ist auch natürlich schwierig, ne? Schwierig, ich mag beide Filme eigentlich, ja. Auch der mit den, der Drachenritter, glaube ich, hieß das, der dritte Teil, der neuere. Ja, mal schauen. Genau, also das war das Video dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, schreibt gerne immer schön feinen Kommentar. Ich denke, danke. Und über ein Abo würde ich mich auch freuen. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ein schönes erstes Türchen, was ihr öffnet, dass ihr was Schönes bekommt. Und dann bis zum nächsten Mal und tschüss.